Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Ich war fleißig. Ich habe soweit alles rübergeholt, was möglich war. Und hab's einsortiert. Und dabei habe ich festgestellt, man kann diese Kisten aufwerten. Wenn man sie aufwertet, haben sie einfach mehr Platz drin. Wenn man das mal vergleicht, hier haben wir 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2 Reihen mehr. Das ist ziemlich cool. Ja, es ist soweit alles durchsortiert. Ich muss mich vielleicht an die Sortierung noch gewöhnen, aber Auto ist nichts drin. Naja gut, das mache ich noch. Aber hier hinten haben wir dann Mods drin und wir haben Munition drin und Munition 2 und Mods und bla bla bla. Gut, ich würde sagen, wir müssen das ganze Ding hier noch ein bisschen clearen, ne? Ich brauche aber auch dringend was zu essen, weil wir haben Hunger. Und Essen habe ich soweit hier reingemacht. Da kommt erstmal ein bisschen Maisbrot. Um uns da mal zu stärken. da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen Wasser abkochen. Und wieder neuen Tee machen, glaube ich. Ich habe nämlich nur alles rübergebracht und sortiert. Bisher habe ich noch nicht mehr gemacht. Wo habe ich jetzt mein Trinken drin? Da. Da haben wir auch nicht mehr so viel. Lass schon mal das Wasser hier abkochen. Wie lange braucht denn das? So 11 Minuten. Ja, komm, muss noch ein bisschen was dazu. Dann ist gut. Und wir müssen auf jeden Fall zuerst noch einen Gebietsschutzblock bauen. Damit wir hier wirklich safe sind. Müssen mal gucken, wo wir den hinstellen. Hier habe ich jetzt die Schmiede soweit hingestellt. Haben wir denn Eisen und Lehm? Dann können wir das schon mal einschmelzen lassen, quasi. Da kommt die Hälfte. Wir müssen ja alles wieder... alles wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Wir hängen ja ein bisschen hinterher jetzt. Dann klären wir das Gebiet und dann können wir hoffentlich noch diese Mission da machen. Die steht ja auch noch an. So, wo setzen wir denn am schlauesten mal so einen Gebietsschutzblock hin? Wir können ihn ja erstmal... Stellen wir ihn erstmal mittig hin? Ne, ich will ihn an der Seite haben. Ja, da ist es okay. Wir können ihn ja sogar noch durchlupfen, ne? Und wir müssen hier noch eine Menge wegmachen. Das soll ja alles noch weg. Das soll ja später wirklich eine Garage werden, habe ich mir jetzt gedacht. Dass wir mit dem Auto reinfahren können, beziehungsweise mit dem... Ne? Ja, trink erstmal ein Schlückchen. Gut, das habe ich. Das Ding hier steht hier noch. Das können wir mal schnell abbauen, bitte. Dann ist das wenigstens nicht mehr im Wege und wir können hier anfangen zu clearen. So haben wir dann zumindest ein sicheres Gebiet, wo wir uns zurückziehen können. Dann würde ich hintenrum ganz gerne auf jeden Fall eine Mauer ziehen wollen, dass das hinten sicher ist und wir nur noch von vorne rein können. Das ist mein Ziel jetzt erstmal. Vielleicht nicht heute, die Mauer. Also vielleicht auch wann anders. Ich muss dann eh Holz holen. Aber so in die Richtung soll das dann gehen. Wasser hat mich nicht komplett gefüllt. Ärgerlich. Aber hier kriegen wir richtig schön Materialien raus. Super. Dann nochmal ein Schlückchen trinken. Die Mülltonne. Die kann eigentlich hier bleiben. Aber ich bin gespannt, was hier noch drin ist. Ich meine, wir müssen jetzt mit Ferrets und so einen Spaß kämpfen, ne? Den Müll machen wir gleich weg. Und dann mal gucken. Wir müssen ja irgendwo noch eine Küche dann später haben. Der Bürostuhl kann auch erstmal da bleiben. Juckersaft. Nice. Das sieht doch schön aus. Hier so als Eingang oder so könnte man das, glaube ich, ganz gut machen. Auch schön verbarrikadiert. Hier haben wir unseren kleinen Adminraum. Ein eigenes Klo. Ein eigenes Klo für uns. Wobei, wieso ist das Klo da nicht drin? Sind das Duschen? Hä? Wer hat sich das... Wer hat das denn gebaut? Da geht es ja sogar noch nach oben. Ruhig bleiben.
Hier hätten wir einen Schlafraum. Okay, hier muss die Tür entriegelt werden. Oh, wir haben unseren eigenen Automaten hier. Geil. Mega Crush. Laufgeschwindigkeit plus 50. Geil. Das hatte ich bisher, glaube ich, auch noch nicht. In der Base sozusagen einen eigenen Automaten. Geht es natürlich auch noch nach oben. Mit einem Biker. Ah. Der trifft mich natürlich direkt. Wo kommst du denn her? Wir haben sogar ein eigenes Gym. Obwohl ich nicht ins Gym gehe. Cool. Ah, hier oben ist die Küche. Kennen wir schon. Boah, hast du gleich was zu essen für mich hier vielleicht? Das wäre ja bombastisch. Oh, da muss ich mal gucken, wie wir das am schlauesten... Guck mal, da kannst du essen. Bisschen Hundefutter. Kaffee? Oh, sogar mit Terrasse. Ist das geil. Richtig schön. Ja, guck mal, dann können wir das zumachen. Und das dann auch zu, genau wie da. Also wir müssen ein bisschen hier dran arbeiten. Ich hätte es wirklich ganz gern zu, muss ich sagen. Was zur Hölle war das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, rein, 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 rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, der steht nochmal auf. Nicht hier drin, nicht hier drin. Oh mein Gott. Zappelst du noch? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee. Das ist eine Schreierin. Zwei. Und die ist an der Feral. Ach du Schande. Was ist hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir werden jetzt sterben, aber sowas von. Ich wollte da nur meine Base clearen. Oh, Gott sei Dank. Da kloppt wer. Das ist die Fahne. Da bist du ja. Genau. Ja, null Chance. Schreierin. Oh mein Gott, ich muss dringend einen Schalldämpfer drauf machen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Hier eine Base zu bauen.
Und ich meine, wir sind ja bei Game Stage. Ja, 106 jetzt hier dadurch, ne? Okay. Wir sind zumindest wieder voll live. Wir haben genug Essen und Trinken dabei. Scheiße. Ah, ich glaube, das wird hier richtig, richtig übel. Ich glaube, das wird hier richtig, richtig übel. Haben wir noch Munition? Wo sind denn meine fertigen Mods? Ich hatte irgendwo einen Schalldämpfer, genau den. Verändern. Vielleicht hilft das. Ich weiß es nicht. Mal direkt durchreparieren. Alter Schwede. Ich will gar nicht weiter questen. Ich habe Angst. Ich habe aber sowas von Angst. Wieso geht hier Munition nicht rein? Doch jetzt. Wir klären das noch schnell, den Rest zu Ende. Ich muss zugeben, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll. Auf jeden Fall bessere Rüstung. Wenn wir so einen Hit kriegen, ist es aktuell noch zu übel. So, hier waren wir beim Aufräumen. Achso, hier ist Endloot, alles klar. Hoch. Die Kiste machen wir später auf, würde ich sagen. Kommen hier einfach direkt zwei Schreierinnen. Geil, Mais freigeschaltet. So. Hier ist zu und hier geht es jetzt nicht hoch, ne? Okay, dann haben wir es, glaube ich. Hier war noch Müll, den hatte ich vorhin gesehen. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Guck mal, diese Mauer wollte ich hier rumziehen, dass das hier komplett zu ist. Das kann ich nicht nochmal verantworten. Oh, ein Juckersaft. Die schlagen mir sonst die Bude ein. Okay, dann würde ich sagen, laden wir den Spaß aus und gehen zur Quest. Ich muss auch gucken, ob ich Dietrich hier machen kann. Das kommt rüber. Habe ich noch Dietrich hier? Moment. Dietrich. Oh, mechanische Teile. Ja gut, davon haben wir nicht so viel. Aber nehmen wir die dafür erstmal. 6 Stück. Ist ja eklig. Zack. Oh, oh, oh. Ja gut, ich hatte ja auch noch zweimal die Dinger an, ne? Das ist einmal das Feuer. So. Hoch. Ich will es ja gleich sortiert lassen, ne? So, alles klar. Let's go. Moped ist voll beladen. Und da gucken wir uns den Spaß mal an. Ich bin wirklich gespannt. Was war das jetzt? Eine Zweier oder Dreier? Ja, ist eine Dreier. Boah, ich will nicht. Ich muss zugeben, ich will nicht. Oh mein Gott, was kommt denn hier alles an?
Ich meine, wenn die normal sind, kein Problem. Halleluja. Halleluja. Hier sind Bücher. Ich glaube, ich fange hier noch mal ein bisschen an mit Einsern danach. Hi. Dabei haben wir das schon super hochgeskillt. Wir müssen uns gleich mal nach Rüstung kümmern. Also um Rüstung kümmern. Das ist ja mal ein krasser Loot. So, Kleiderschrank noch. Natürlich ist hier ein Safe. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hier ist zu. Ah, ich hab's geahnt. Oh, natürlich ein Kopf. Okay, gemeistert. Was habe ich mir dabei gedacht, um Steh zu bauen? Das müssen wir nicht machen. Achso, säubern und Vorräte holen. Und wieso geht sie... Oh. Oh Gott! Normale sind ja nicht so das Problem, ne? Aber Ferals und dann sogar dann Ready. Besonders, wir haben halt noch nicht die Waffen dafür. So ein 1er AK ist halt ein Witz dafür, im Vergleich, ne? Oh Mann, ich glaube, ich werde in der Nacht versuchen, die Mauer zu bauen. Okay, hier sind wir durch. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Hier geht es nicht weiter. Oh, bitte kein Hund. Alter! Eine Schlange. Oh, du bist ja ein Gelbauge. Alter. Ja. Du frisst die Schlange? Hör auf damit. Seit wann fressen die Schlangen? Oh Leute, ich hab so Schiss. Oh Gott! Die Endwelle kommt ja auch noch, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich die bewerkstelligen soll. Ich glaube, wir hören uns einmal hoch. Alter Schwede. Eine Batterie. Oh, das ist ein Knopf. Ich will keinen Knopf drücken. Oh Mann. Oh Mann. Kommen wir da wieder drum rum?
Die hocken da bestimmt alle da oben drin. Wer rennt von denen? Der da. Ha. Sackgasse. Ich muss Platz schaffen. Geh weg. Du bist ja flott. Du hast auch gelbe Augen. Warum habt ihr einmal alle gelbe Augen? Okay, wir haben immer noch nicht gesäubert. Aber wir sind gut davon gekommen, muss ich sagen. Alter Schwede. Hier hätte ich ja hochgekonnt. Oh, sagt mir das denn keiner? Da wäre ich runtergefallen. Okay, hier ist der Endloot. Gucken wir gleich. Uns fehlt ja noch was. Wir haben das Gebiet noch nicht gesäubert. Das ist merkwürdig. Ah, hier ist die Fetch. Dann haben wir die wenigstens schon mal. Sprit ist immer sehr gut. Ich glaube, wir sollten die Autos arrangen. Aber erstmal holen wir uns das verdiente Vergnügen. Das ist schon ja richtig voll beladen, ne? Knife Guy. Ich bin so durch. Und wir können ja theoretisch Vierer-Quest machen, ne? Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Oh, wir sind jetzt schon voll. Kloppt da erstmal ein bisschen mit drauf rum. Ey, Leute, was, ne? Wir müssen dringend eine Hordenbase bauen. Dringendst. Ich würde sie am liebsten ja ganz gern außer Base erreichen. Aber ich glaube, die Horde wird richtig übel. Ich glaube, die kann uns weghauen. Ich meine, das sind immer noch 4 Tage. Wir sollten jetzt aber wahrscheinlich schon bald damit anfangen. Hier, mein Freund, haben wir was zu essen? Nimm mal das noch zu dir. Ach, das ist Bier. Naja, ist ja gleich offen. Ja, dann müssen wir doch säubern, das Gebiet. Wo sind denn hier noch welche? Habe ich irgendwo welche übersehen? Bin den ganz normalen Weg gegangen eigentlich. Und im Normalfall erwischt man dann eigentlich alle. Und die Autos würde ich trotzdem noch ganz gerne noch wegmachen. Damit wir mehr Dietriche machen können, weil dieses Truhen aufkloppen. Ei. Da müssen wir leveln und wir müssen uns Rüstung machen. Wir brauchen definitiv die Gerüstung. So. Knife Guy ist gut. Guck mal. Isoliermann brauche ich jetzt nicht. Aber wieso ist das noch verschlossen? Ich würde ganz gern ein bisschen was ins Auto laden wollen. Ach, den haben wir auch noch nicht gelootet. Oh.
Das ist natürlich stark, das Ding. Ein 5er Baseballschläger gefunden im Loot. Ah, guck mal an. So, wo könnten die noch sein? Gehört dieses Gebäude noch dazu? Ich bezweifle es irgendwie. Sammle mechanische Teile Herausforderung abgeschlossen. Auch sehr gut. Es ist auch schon wieder 18.30 Uhr. Ne? Eigentlich müssen wir die Quest bald abgeben. Wir müssen die Quest erstmal fertig machen, bevor wir jetzt anfangen zu ranchen. Aber ich brauche halt auch den Sprit, ne? So, wir gehen vorne nochmal durch. Mal gucken, ob wir irgendwo was übersehen haben. Hier nicht. Ja, hier müssen wir mal denken, hier ist noch ein Safe. Den können wir vielleicht, den werde ich vielleicht in der Nacht da aufmachen. Ja, in der Nacht ist vielleicht auch nicht so gut. Hallo. Hier habe ich alles aufgemacht. Ich tippe darauf, dass das Gebäude noch dazu zählt. Der Saloon. Meint er? Oder geht die Quest einfach gerade nicht? Ich meine, hier ist Ende. Obwohl die Quest heißt so, ne? Saloon. Ich hab gar keine Ausdauer. Warum mache ich das denn jetzt eigentlich? Yo! Kipp doch um! Kommst du denn her? Okay, die haben wir. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich würde die ganz gern heute noch abgeben wollen. 19 Uhr. Verschlossen. Entriegelt. Los, immer gut. Dann gehen wir noch nach oben. Ein Ende haben wir ja eigentlich, ne? Ne, ist hier jetzt nichts mehr? Was ist denn das für eine Quest? Immer noch nicht fertig. Hätte ich von oben reinkommen müssen oder was? Habe ich nachgeladen? Ich habe so viel Munition verbraucht. Ach du Schande. Gelbe Augen, gelbe Augen. Ihr habt alle gelbe Augen. Und du nicht. Jetzt so nach unten. Alter. Ach, hier ging's hoch. Habe ich nicht gesehen. Autsch. Okay, abgeschossen. Okay, schnell zum Händler. Beziehungsweise das Auto können wir dann noch mitnehmen da drin. Dann haben wir das auch. Oder die Autos. Holy moly, sag ich euch. Holy moly. Ich glaube, ich mache kleinere Quests. Gut, ist halt eine Vierer jetzt, eine Viereinhalber, ne? Fast eine Fünfer, also muss man bedenken, das ist schon echt übel. So, kriegen wir wenigstens noch ein paar Teile. Wir kriegen ja echt gut was raus, muss ich sagen. Also, das überrascht mich.
Nicht so viel Sprit, aber ja. Und zu Hause muss ich mich um die Mauer kümmern. Du kommst mit. So. Das Auto können wir auch noch mitnehmen. Die Fetch habe ich rübergeladen, glaube ich, ne? Ja. Ich habe es mir angenehmer vorgestellt. Überrascht mich gerade ein bisschen. Aber uns fehlt halt auch die Waffe, ne? Früher hast du 6er Waffen direkt gefunden, sozusagen im Schnee. Und das fehlt uns jetzt. Und abgesehen davon, dass es da wahrscheinlich auch noch Munition fehlt, etc. Aber würdest du jetzt eine 6er Waffe hier finden? Zum Beispiel eine Pumpgun, dann wäre das alles einfacher. Ich glaube, ich gehe auch auf Pumpgun. Zu Hilfe, zu Hilfe, lass mich rein. Fetch. Wo ist die? Da. Einfach blind. Hi. It's not a charity, but if you got the Dukes. Willst du mich verarschen? Ja. Ja, Vierer befallen. Warum nicht? Können wir ja mal machen, ne? Vorhergestuft, vorhergestuft. Gehen wir eine Zweier rein. Für morgen. Also. Digital Tools, Schalldämpfer-Mod ist ganz wichtig. Stahl, Kunst des Bergbaus. Stapelfertig, Ödlandschätze fehlt uns. Patronenhülse Messing. Ein Wasserfilter, aber 7000 haben wir nicht. Wir haben nur 1000. Davon können wir uns einen Gemüsetopf holen. Hättest du Eier, könnte ich mir selber was machen. Pflastersteine, was kosten die? 900 kostet 72, die nehme ich doch. Die nehme ich doch liebend gern. Schmelztiegel hast du auch. Ja, komm, ich gehe zurück. Ich werde schon ein paar Blöcke einstellen. Und wir müssen Holz holen. Okay. 21 Uhr. Ich will erstmal nach Hause. Beziehungsweise vielleicht vor unserer Hütte nochmal schnell ein, zwei Bäume fällen. Dass wir noch ein bisschen Holz rauskriegen. Bevor es gleich Nacht wird. Dann müssen wir mit der Mauer anfangen. Das ist das Erste, was ich machen muss. Dann. Oh mein Gott, war das laut. Dann höre ich wenigstens, wenn sie durchbrechen sollten. Ah, Leute. Hier macht ihr auf jeden Fall jetzt was mit, sage ich euch. Das wird. Das wird ein Brett. Obwohl, ich kann doch gleich direkt Pflastersteindinger herstellen. Obwohl, leveln sollten wir auch. Schwierig jetzt. Trotzdem brauchen wir Holz. Gut, ihr Lieben, ich bringe den Spaß nach Hause, lade aus und mache mir mal grundsätzlich Gedanken, wie wir das hier am schlauesten hinkriegen. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zusehen. Bis dann, ciao, ciao.